BOTW ist ein nice Spiel, genauso ist Minecraft. Und deswegen sind wir heute beides kombiniert. Denn ich habe eine BOTW-Map gefunden für Minecraft 1.11.2, die wir heute spielen werden. Denn was diese Map so ungefähr beinhaltet, werden wir jetzt gleich sehen. Hier ist so ein kleines Tutorial, könnte man sagen, und hier noch ein paar andere Informationen, die wir uns anschauen werden. Und ich würde sagen, wir beginnen hier einfach mal gleich mit dem hier. Nimm die Zutaten von der Kiste und koste einem Meal. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Man kann hier anscheinend auch gewisse Rezepte von Breath of the Wild kochen. Wie erinnert sich denn das? Muss ich draufwerfen? Tatsache. Oh. Ah, ich darf sie wieder einsammeln. So. Okay, was habe ich bekommen? Skewer, ah, diese Spieße da, die kenne ich schon. So, du kannst so gut wie alles klettern. So. Ja, also wir können anscheinend auch an einem mehr hochklettern. Ich habe die Map mal ein bisschen getestet. Von dem her weiß ich das meiste hier schon, aber ich zeige es trotzdem nochmal. Dann haben wir hier das nächste, nämlich dass diese riesigen Felsen hier bewegen können, wenn wir dagegen laufen. Gibt es hier im ETV auch. Ja. Und hier scheint noch mal ein paar extra Informationen zu sein. Was steht denn hier? Ja. Also gut. Zelda Breath of the Wild in Minecraft von Kiptrix ist der Map Creator. Ich werde mal seinen YouTube-Kanal und auch dem. Ja, das Video zu der Map auf seinem Kanal in die Beschreibung packen. Hier nochmal Credits. Hier können wir wahrscheinlich an die ganzen Comment-Blöcke und sonst anschauen, wenn wir da drauf drücken. Das machen wir jetzt mal nicht. Und ich würde sagen, hier geht's los, damit wir die Map starten können. Als ich das erste Mal das getestet habe, ich habe das mal angetestet, da war das ein bisschen verbuggt. Ich hoffe mal, dass es sicher der Fall ist, wenn es schon, dann ist es halt so. Also, ich sage, legen wir einfach los. Kiptrix Protection. Open your eyes. Wake up, Link. Okay, sind wir aufgestanden. Ich frage mich, ich habe jetzt halt Ambient Sounds ausgestellt, ob ich die anhätte lassen sollen. Für die Szene. Aber das Problem ist halt, da kommt die ganze Zeit so BOTW-Musik, die möchte ich lieber selbst einfügen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den Schickerstein hier. Wie kann ich den nehmen? Okay, ich hab das. Das ist ein Schickerstein. Nehmen wir ihn. Habe ich das schon? Hilft mir. Machen wir einen langen Schlaf. So, jetzt halt, muss ich da drauflegen. Wie mache ich das? Ah, okay. Dann geht die Tür auf. Okay, wir haben hier schon mal Rubine. Die kommen wahrscheinlich nochmal ein extra Ding. Dann habe ich den Wallet. Hier nochmal, aus irgendwelchen Gründen. Achso, das sind verschiedene wahrscheinlich. Warte mal. Das ist wahrscheinlich meine richtige Wallet. Und da ist dann nochmal. Achso, das ist eine Anleitung. Dann haben wir die Linkhaare. Die gucke ich mir. Das kann witzig werden. Okay, Objective und Survival Guides. Die gucken wir gleich an, aber ich will die Linkhaare testen. Weil ich meine, mein Skin sieht momentan so aus. Ich habe ja schon so eine Linksfrisur auf meinem Skin. Mit die jetzt ausrüsten. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Die sind halt nochmal 3D. Hey, das sieht richtig nice aus. Not gonna lie. Also gut. Das haben wir genommen. Oh, so. Das auch. Okay, dann haben wir hier Überlebensguide. Ultra Restoration. Okay. Wie überlebst du? Mach ein Campfeuer. Man kann alles klettern und ja. Okay, gut. Dann haben wir das hier. Das ist jetzt eher das Unwichtige. Denn unsere Objectives sind wichtig. Okay. Hauptquest. Findet den alten Mann und den Strange Tower. Den Rest werden wir dann einfach sehen. Wenn wir dann einfach nachschauen. Hier, das lege ich jetzt mal hier hin. Dann können wir fast mal nachschauen, wie es weitergeht, wenn wir nicht weiter wissen. Aber ich würde sagen, das meiste gucken wir jetzt ein bisschen blind machen. Was haben wir hier noch?
Collecting Items und okay, verschiedene Ressourcen einzusammeln. Forager Satchel. Lege ich mal hier hin. Den Bolt auch. Okay, dann gucken wir uns das hier noch schnell an. Ja, man kann die einfach rechtsklicken, ne? Aber wir müssen den Satchel in die Hand nehmen, um gewisse Plans zu sammeln. Wie es aussieht. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Halte den Schierstein auf das oh shit, ja, das sind die Ambient Sounds. Alter, ich hab mich richtig erschrocken. Ja, ich glaube, ich mache die wieder aus, die sind viel zu laut. Warum kann ich einfach den Spieler hinstellen? Das wäre halt wirklich möglich eigentlich. Oh, warte mal, ich mach das jetzt schnell aus, das ist zu laut. So, nun geh. Ich meine, wir kennen ja eigentlich alle das BTB-Intro. Soll ich den Ton anmachen? Nein, lass mal aus. Ich füge mich dann extra ein. Die Musik, die jetzt gleich kommt. Da hinten sehe ich schon was. Aber auf jeden Fall ist es wirklich verdammt gut gemacht bis jetzt. Okay, da hinten ist der alte Mann. Den müssen wir als erstes. Genauso wie im BTB Safe Side. Macht keinen Unterschied jetzt gerade. Können wir den Pilz hier eigentlich einsammeln? Nein. Aber dafür gibt es hier sowas wie Feuerstein. Weil wir müssen immer gucken, dass wir eine gewisse Ecke drücken, weil die Hitboxen ein bisschen weird sind. Das scheint ja sogar in dem einen Buch drin gerade, das wir gelesen haben. Da habe ich jetzt keinen Plan mehr, welche Stelle das war. Achso, wir brauchen eine leere Hand, lol. Hier, okay, perfekt. Hallöchen. Was ist eine Überraschung, um einen Reisenden in diese Tage zu ziehen? Ich bin nur noch ein komischer alter Mann. Es geht zu viel zu schnell. Das ist alles. Das ist das große Plateau. Wie heißt es nochmal? Keine Ahnung. Ja, ich kann das selbst lesen. Ihr Tempel hier. Wie viel Zeremonien? Mysteriöse Tower. Okay. Yo. Okay. Ich hoffe, man soll nicht wieder den Apfel hier nehmen. Was? Beg your pardon. Ja, gut. Ich glaube, das ist mein Apfel. Du kannst ihn nicht einfach nehmen, was du willst. Ha, ha, ha. Achso, das soll wahrscheinlich Lachen sein. Das habe ich jetzt richtig komisch gelesen. Vergib mir. Ah, ja. Er hat mir Spaß gemacht. Kann ich die Äpfel eigentlich auch nehmen? Nein. Die sind nur dekorativ. Gut zu wissen. Oh, wir haben hier eine Axt. Aber kann ich damit wirklich bei mir fällen? Tatsache. Aber ich sollte nicht zu viel verwenden, ist schon fast kaputt. Also gut. Wir müssen dann hier drauf. Wir können ja hier diesen Krog finden, wenn wir hier reinspringen. Haha! Du kannst mich sehen. Du kannst dich wirklich sehen. Ich bin der fröhlichste Krog überhaupt. Kann ich dir etwas geben? Aber jetzt, wo wir schon hier sind. Wo sind das Frösche? Wo ist Fische? Als ob. Kann ich die irgendwie fangen? Ja, ich kann ihn killen. Klemmen wir mal hier hoch. Und hier ist ja das bekannte Schwert da. Am Anfang vom Spiel, das kann uns jetzt helfen. So, Rusty Broadsword. Das nehmen wir jetzt mal. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schnell wieder runter. Und dann suchen wir jetzt mal den Turm. Da müssen wir jetzt als erstes hin. Shit. Wenigstens behalte ich meine Items. Okay, jetzt suche ich aber echt den Turm. Oh shit. Ich habe hier was gefunden. Das scheint der Turm zu sein. Da habe ich eine Eiche. Egal. Let's go. Was ist mit der Kamera los? Ist es gewollt? Ach so, wahrscheinlich soll es so Boden schütteln. So ein Erdbeben zeigen. Ja, der Turm ist aktiviert.
Remember. Versuche, dich zu erinnern. Okay. Ja, das ist halt komplett BOTW. Aber die Map ist eigentlich wirklich schick und auch das Texture Pack feiere ich richtig. Das, was das Biest. Das Biest. Eine wahre Kraft irgendwie bekommt. Ja, du musst dich beeilen, bevor du das Spiel ist. Sind gleich 19 BOTW. Hier ist ein Beacon. Oh. Natürlich jetzt kritisch werden, hier runterzukommen. Oh, hätte ich krass vor dem Runterfallen geritten. Lass mich dir etwas zeigen. Okay, jetzt zeigt ihr mir die Schreine. Ganz basic stuff, theoretisch. Möchte ich gerade die Katzen irgendwie skippen. Egal. Jetzt wir ganz viele Schreine machen und dann können wir wahrscheinlich wieder zu ihnen zurückkommen. Also wie im BTW wieder. Also gut, perfekt, dann fange ich jetzt an. Ich hoffe, dass mich die Dings, die Bockdins nicht killen. Okay, okay, okay. Ein Schrein von Omanau. Nein, Omanau, sorry. Also gut. Muss ich einfach so, ne, ich muss mit dem draufklicken. Falsch, das war das andere. Sondern die Objectives. Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Ich habe irgendwas bekommen. Absolut keine Ahnung, was ich bekommen habe. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ist es auch nach unten fahren. Ja. Okay, hier die Herausforderung. Okay, nice. Muss ich sie aktivieren? Nein, das ist wieder der falsche. Weil wenn ich da. Nee. Dann sehe ich mit dem nur so richtig. Nichts. Wie ging noch der Sound? Was habe ich bekommen? Magnetfähigkeit da. Ah. Okay, das muss ich gleich mal testen. Da ist noch ein Kopf. Wahrscheinlich von dem. Ach, guck mal da. Oh, das habe ich jetzt weggemacht, oder wie? Geht die eine Tür auf. Okay. So. So. Jetzt aber. Okay, die habe ich jetzt wieder. Ach komm. Ich verstehe es nicht. Ah, du kannst doch nicht mal auf den laufen, weil du verstehst eh nicht, was der Sinn davon ist. Was ich kann. Ernsthaft? Ja, auch jetzt hat jetzt plötzlich funktioniert. Okay, keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Jetzt funktioniert, keine Ahnung. Vielleicht habe ich die einfach noch falsch gehalten. So, jetzt nehme ich auch die Platte hier hinten nochmal mit. Kommen wir hier. Okay. Was ist mit dem hier? Habe ich ihn da am besten hin? Ah, gucken wir einfach mal weiter erstmal. You have proved the possessed of the world of a true hero. Wenn ich das richtig gelesen habe, klar, ich fast schon weg. May the goddess forever smile upon you. Mhm. Spirit Orb collected. Alle vier und dann zurück zum Temple of Time. Und bin ich jetzt satt? Wurde ich wieder aus dem Schrein gekickt? Ja. Geh mal. Was? Jetzt bin ich im Spectator aus irgendwelchen Gründen. Warte mal. Besser. So. Bin ich unsichtbar? Ah, moin. Keine Ahnung, was das ist. Oh, hier ist eine Truhe. Traveler's Shield. Oh, ist ein Schild, du, das. Da kann ich mich eigentlich beschweren, so. Weil hier kann ich mir das grabben. Oh, Shield. Okay. Prime Steak. Das hört sich doch gut an. Da geht's irgendwo lang. Hier ist doch sicher irgendwo, sagen Sie mal, das Labyrinth. Mit dem ich in seiner Heimlichkeit rede, weil ich hinkomme, weil einfach überall Gegner sind, nämlich einfach mit zwei Hits wegklatschen. Nein, dich tue ich jetzt umgehen. Okay, ich muss aufpassen, diesen Guardian. Ach, Hallöchen, da ist er gleich, ich pass auf.
Ja, der lebt sogar. Da kann ich nicht viel gegen ihn machen. Der ist tot. Den juckt das herzlich weh. Oh. Nein, jetzt bin ich schon wieder weggegangen. Aber hier ist schon der Schrein gleich zu sein. Gleich muss ich da reinkommen. Wo ich dachte, die waren mich vorher. Da kommt dieser Dio-Sound. Aber das war es halt auch schon. Kann man nicht hochklettern. Bitte sag ich dann hochklettern. Bruder. Alles gut, mein Junge. Boah, ist ja anders wild hier. Boah, der Spaß lebt auch noch. Wie soll ich an dem vorbeikommen? Oh, vielleicht kann ich da klettern. Ob wir das eigentlich an der klettern? Doch. Kann ich. Ach, das hätte ich aussprengen sollen wahrscheinlich. Weil ich habe ja gar keine Bomben. Achso, die kriege ich erst hier, ne? Was haben wir jetzt? Ich weiß, die Sounds nicht kommen. Die Gegner-Sounds haben sie aber das nicht. Okay, wir haben jetzt Bomben. Die Bomben ohne Prime Steak tue ich mal weg. Und trinken neue Waffe. Ey. Müsste es sich hochge. Ach, die Wand. Muss direkt die Wand setzen. Jetzt, okay. Hier hast du auch mehrere Wege, ne? Ja, hier. Ah, wir haben schon die geile Kiste. Was haben wir denn hier? Rubin, Rubin, Saphir. Ich weiß gar nicht, was ich mit anfangen kann. Irgendwie sind die meiner Meinung nach gerade richtig useless, aber mal gucken. Jetzt war jetzt die Wand geöffnet. Hoch hier. Ah, okay, das ist was, man sich bewegt. Oh, fuck. Oh. Okay. Oh nein, ja, das ist ein Guardian. So ein Mini-Guardian. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Zwei Stück. Okay, die muss ich irgendwie umgehen. Was ist das? Ah, ich verstehe. Oh nein, falsch platziert. Nochmal neu. So. Da kann ich ja drauf. Hä? Aber da hinten müsste nochmal einer sein dann. Ach, geh doch weg. Das kann ich gar nicht ab. Lass mich. So. Wie kann ich mich denn darüber katapultieren? Wie komme ich denn hier hin? Also klettern kann ich auf jeden Fall schon mal nicht. Dann kann ich die vielleicht aber Bombe hochjagen. Oh fuck. Ich bin eine fähige Person, das kriege ich sicher hin. Ich habe mich selbst hochgejagt. Habe ich wenigstens ihn gekillt? Tatsächlich habe ich ihn mit der Bombe hochgejagt, dann mache ich den anderen gleich auch genauso. Easy. Okay, das ist eigentlich eine gute Taktik, das mache ich jetzt immer. So, wie komme ich denn jetzt darüber? Muss ich irgendwie. Ich verstehe es nicht. Mann, warum ist es denn so kompliziert gemacht? So, du kommst da ja gar nicht rüber. Wie kommt man in deinem richtigen Spiel rüber? Das ist halt die Frage, die ich mir jetzt hier gerade stelle. So, ich habe jetzt mal nachgeschaut, also noch mal ein bisschen rumgetestet. Und wir müssen halt echt uns einfach, wir müssen uns ja, wir müssen schon da drauf stehen, aber wir müssen gleichzeitig jetzt oben ist, springen. Wie soll ich darauf kommen? Wie soll ich darauf kommen? Für euch. Oh shit, Rupees. Okay, den Rupees, warte mal, ach jetzt haben wir erst Rupees. Und was mit denen, die ich vorher eingesammelt habe, sind die einfach weg. Moin, muss ich so mal gucken, dass mein Inventar irgendwie sauber kriegt. Und die Steinblöcke hier unten, weil ich die ganze Zeit gewundert war, ob sie da sind, die sind einfach nur, um den Sprung abzufangen, wenn er runter geht wieder. Aber, na egal. Jetzt sind wir hier oben. Und das hier ist eigentlich, hat glaube ich gar keinen richtigen Zweck. Ich weiß nicht, dass ich wüsste. So.
Hey, was habe ich denn da gefunden? Ach, geht's jetzt schon zum nächsten Schrein? Weil, die war ja, das ist doch, wenn es die Hütte vom alten Mann ist, da. Dann wahrscheinlich schon, weil der war ja dann nie immer. Aber was ich halt störe, ist, dass die Items sich anständig stacken, wenn man die einsammelt. Den kann ich immer noch nicht einsammeln. Also anscheinend ist das jetzt so keine Sache des Machbaren. Was ich damit mache, weiß ich selbst nicht. Weil das schon die Hütte von den. Oh, noch eine Axt. Ja, die sind beide jetzt nicht im besten Zustand, aber besser als nichts, sagen wir mal so. Doch, das scheint die zu sein, glaube ich. Hier muss man doch so einen Baum umfallen lassen. Da oben geht's doch zum Schrein, da irre ich mich da. Tatsache, der Baum fällt um. Ich kann hier rüber und. Oh boy. Hier geht's ganz tief runter. So. PS sieht schon dope aus irgendwie. Da muss ich aufpassen, aber dann gehe ich jetzt aber mal hier hoch. Okay, ich bin hier oben. Hier ist das. Hier war doch irgendwo der Schrein. Oh nein. Natürlich kriegt man hier Kälte Damage. Was soll ich machen? Hier geht's zum nächsten Schrein. Oh, schnell rein da. So, badadada. Komm schon. Okay, jetzt habe ich die Stasis. Stasis-Rune. Wow, was ist das? Was ist da los? Okay. Ah, jetzt bewege ich mich wieder. Ich muss, glaube ich, genau in der richtigen. Verstehe, dann bewegt sich das nicht mehr. Ich muss aber so hoch gehen. Da kenne ich nichts. Oh. So. Und da geht's noch weiter. Ha, braucht gar kein Starter. Was ist? Reißende Schwert. So, das nehme ich mit. Du. So, perfekt, dann komme ich hier rum. Dann haben wir gleich den Hammer. Den Hammer, perfekt. Sledgehammer. Dann müsste das nochmal weiter jetzt bis nach Alabama fliegen, oder nicht? War das nicht so? Kriege ich ihn hier weg? Ach so, okay. Wir haben ein paar Kleinigkeiten im Spiel leicht geändert. Okay. Wenn der kann ich auch nicht alles eins zu eins umsetzen, macht schon Sinn. Alles gut. Hangeblonk, lässt mich Dinge und jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder mein neuen Orb. Ach guck mal, diesmal bin ich gespawnt. Oh, nicht im Spectator-Modus. Noch mal Zeit. Kritisch. Wieder runter, ohne zu sterben. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, okay, ich werde sterben. Egal. Krieg ich hin. Das wird nicht cool. Oh mein Ding ist kaputt gegangen, vielleicht ist hier eine bessere Waffe drin. Spicy Pepper. Das gefällt mir, aber hier ist halt keine bessere Waffe. Jetzt muss ich aber echt wieder aufpassen, jetzt ist mein Traveler Sword am Start. Das wird auch nicht viel aushalten. Wie viel Damage macht es denn? 1,6 ist das kein krasses Schwert. Sag ich, wie es ist. Oh nein! Oh, das sieht keiner, okay? Das sieht keiner. Aber es ist halt eine Qual, da hinzugehen. Hat irgendwas gedroppt. Oh, guck mal da, so was habe ich noch reich gefunden. Das sind diese mechanischen Teile. Ancient Gear, genau. So, also der Plan, was ich mit craften kann. Ich glaube, ach genau, Pfeile konnte man mit craften.
Antike Schraube. Mein Inventar ist richtig voll. Ich muss nicht mal gucken, was ich irgendwie da in die Richtung machen kann. Ich weiß immer noch nicht, was Monster Gear genau ist. Monster Loot, was ich damit machen kann. Warte mal. Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Das ist sogar. Zu nice. Also gut, runter da. Holen wir uns das. Aua. Ich liebe die Felsen. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, man kann hier gleich nach oben schwimmen. Hat er es irgendwie abgeändert mit dem Datapack? Hat er es safe abgeändert? Macht er auch irgendwas hin. Soll ja hochklettern. So, jetzt habe ich Wärme, jetzt kriege ich schon mal keine Kalt-Kälte-Effekt. Da oben ist der Schrein. Perfekt. Bin so glücklich. So, schnell hin da. Den Checkpoint gönnen. Nein. Oh nein. Oh nein. So, hier bin ich wieder komplett legit, versteht sich. Ich hab gleich mal wieder Sound ging. Film war dann richtig nice. Mhm. Was soll ich bekommen? Oh, da ist es. Ah, wie heißt's? Kryo. Warte. Dann kann auch diese Eissäule schaffen. Alter, Spiel ist ja nicht so, dass ich das irgendwas krieg. Hä? Hat die einen Cooldown? Ich muss da drunter wahrscheinlich krühen. Ja. Tatsache. Okay, dann muss ich hier irgendwo. Okay. Perfekt. Das war ein guter Kampf. Warum kriege ich da Damage? Das ist überhaupt nicht fair. So. Ah, ich bin durch. So, aber dann sollten wir jetzt, glaube ich, zur Zitadelle der Zeit. Alle vier Spirit Orbs und dann zum Temple of Time. Was? Don't. Achso, continue. Sorry. Erkennt man sich. Oh, jetzt wurde es schon getriggert. Ich denke, es ist Zeit, dass du lernst, was 100 Jahre wirklich vor 100 Jahren wirklich passiert ist. Was denn jetzt? Achso. Stimmt ja. Ich bin King Roam, Boss vor Ramos von Hyrule. Was? Ja, okay. Das gibt mir jetzt einfach. Weil was? Okay, das ist anders. Weil Charlie hat ja gerade gesagt, dass er. Oh, was soll ich jetzt bekommen? War ich mir Herzen? Ja. Er hat gerade gesagt, dass er den Sailcloth, also die Parasegel, nicht hat, sondern dass ich das nur von da unten bekommen kann. Anscheinend ist das nochmal so eine extra Sache von der Map. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal da runter. Und dass ich mich kurz, Demon Dickige. Warum ist er getroppt? Da ist auch irgendwas getroppt gerade. Ah, guck mal da. So. Aber ich glaube, Waffen an Waffen mangelt es mir jetzt eigentlich momentan nicht. Oh, ist es dunkel. Oh, ach so. Wird teleportiert. Bin ich. Beneath the Temple of Time. Ja, das ist auf jeden Fall nicht im BOTW drin. Ziemlich sicher. Kann man hier von oben reinschauen? Boah, das würde mich jetzt echt jucken, ob der das gemacht hat. Mal gucken. Sie sind safe irgendwo Waffen. Erwachen. Okay, da oben ist auf jeden Fall ein Bokoblin. Oh, das scheint nochmal ein Dungeon zu sein hier. Oh Mist. Okay, another one.
Oh shit. Die greifen mich auch an. Aber die dürfen nicht viel HP haben. Geh weg. Danke. Huch. So. Was machen die Trapdoors? Ach guck mal, jetzt kann ich da nochmal die ganzen Sachen benutzen. Hä? Wir sind zum Gegner. Verstehe ich nicht. Hinten ist der nächste. So. Oh, die Pots, die droppen auch Stuff. Inventar ist jetzt halt wirklich fast komplett voll. Mein Inventar. So, die Objectives, die tue ich jetzt erstmal weg. Die brauchen wir gerade weniger. Alter, mein Inventar ist voll mit Sachen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Map ist halt wirklich verdammt nice. Ich finde es auch cool, dass man bei eigenen Ideen einbaut. Also wirklich nice. Was kann ich denn damit machen? Ändert sich gefühlt nichts. Das ist irgendwie ein Hebel oder so. Es ändert sich nicht. Ich meine, ich habe auch noch den hier. Was kann ich denn mit dem? Ah, ich habe eine Idee. Perfekt. Ich habe ja immer noch was diese Falltüren machen. Die machen gefühlt jetzt gar nichts. Okay. Nun muss ich mich wohl durchspringen. Aber gut. Ist hier irgendwo noch was, was ich mit Magnet machen kann? Nein. Stasis? Nein. Bombe wahrscheinlich auch nicht. Was brauche ich hier? Oder vielleicht auch Stasis? Ich gleich mit die Druckplatte mal. Ich hole nochmal auf die Druckplatte. Ha. Jetzt wird's interessant. Ich gehe darüber. Das ist moin. Du gehst nicht von selbst auf, ne? Hä? Was ist denn jetzt los? Guck ich nochmal hier kurz hoch. Ob ich hier noch irgendwas Nützliches finde. Tatsache ist hier tatsächlich was. Tatsache. Aber ich den jetzt aktiviere. Warte mal. Bam. Kann ich hier noch irgendwo hinspringen? Springen? Nein. Dann gehe ich hier nochmal zurück. Dann nehme ich kein Damage. So, bitte sag es weg. Das wäre zu geil. Tatsache, ich habe es hinbekommen. Oh. Okay, hier ist irgendwo. Da ist einer. Nein. Meine Waffe ist kaputt. Ernsthaft? Aha, ein Glück. Du kannst da unten bleiben, mein Freund. Ich gehe nochmal da runter und schauen, was da ist. Wie gesagt, mir erlaubt es mir. Ja, perfekt. Da ist nichts mehr dahinter. Okay, dann lasse ich das jetzt sein. Geh wieder hier hoch. Hier komme ich ja hoch. Hier komme ich hoch. Nö. Warte mal. Bitte. Ach nee, ich muss da gar nicht rüberspringen. Ich kann da ja einfach,
Kann da ja einfach nach hochklettern. Okay, hier kann ich mich ja da durchspringen. Autsch, ich war noch im Radius, egal. Da darf ich runterfallen können, ohne zu sterben. Perfekt. Was ist das für ein Raum? 15 seconds remaining. Oh, das ist ein Speedrun. Ich hab's nicht geschafft. Okay, nochmal, nochmal, nochmal. So, wieso geh ich hin? Hä? Ich bin jetzt halt viel schneller gewesen. Warum habe ich die letzte jetzt wieder nicht bekommen? Hä? Hä? Willst du dich verarschen? Ey, yo, das ist ein Witz. Ich kann nicht mehr sprinten. Habe ich noch irgendwo Essen? Hoffentlich. Aber was mache ich mit Monster Loot? Ich kann den essen? Sag's halt gleich. Was ist jetzt geschehen? Auf jeden Fall ist jetzt hier so eine Wand. Ich brauche drei von denen, muss ich vielleicht nochmal machen. Jetzt ist er wieder weg. Hä? 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 Oder müssen vielleicht noch die zwei äußeren aktiviert werden? Das kann natürlich sein. Wenn nur die Mitte. Ich will jetzt mal gucken. Besser durch die zwei äußeren aktivieren. Den hier und den hier. Oh. Hä? Nee, du, also jetzt wird habe ich's satt. Wahrscheinlich muss ich erst das in der Mitte und dann die zwei äußeren aktivieren. Ich probier's mal so. Bringt gar nichts, ich habe nicht mehr genug Zeit. Ah, keine Ahnung, ich werde es einfach mal skippen. Ich weiß echt nicht, wie es gehen soll. Sorry, aber das ist mir einfach. Das ist irgendwie richtig komisch. Es gibt. Obwohl, es gibt Hinweise. Es gibt Hinweise. Von dem her, ich werde es nochmal versuchen, aber. Ich werde es noch ein, zwei Mal versuchen, aber wenn es dann nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Das ist richtig komisch. Guck, die war da, jetzt ist sie wieder weg. Nee, ich verstehe das echt nicht. Ich höre auf. Also, was heißt ich höre auf, aber ich skippe das jetzt, weil es ist irgendwie komisch. Das ist wirklich komisch. Ich weiß echt nicht, was das ist. Wie ich das machen soll. Ich habe keine Zeit, um nachzudenken, wie ich es machen soll. Und da gibt mir auch nicht genug Zeit. Also, vielleicht ist es auch ein Verbug, ich weiß es nicht. Hm. So, hier muss ich durch Stasis anwenden, oder? Und dann hier die Bombe. Mal testen. Oder vielleicht nur Bombe. Ich glaube sogar nur Bombe ist eher die Lösung. Dann spreche ich mich weiter durch hier. Oh nein, da hinten sind noch mehr Bokos. Mehr Bockblinz. So. Bockblinse. Nein! Hör auf runterzufallen! Wow. Richtig, der hat den jetzt genommen, du. Aber ich habe das jetzt weggesprengt, wie es aussieht. Okay, das eine habe ich weg. Jetzt habe ich mich schnell voll. Und dann können die mir nichts mehr, die Bobkins. Ich habe noch mein gutes Schwert. Alter, wie viel Leben hat der denn hier? Manchmal nimmt die Kampfmusik sich echt Zeit. Ah ja. Oh, jetzt muss ich wieder von hier. Oh nein. Ey, hier ist noch irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist hier. Ah, vielleicht kommt da noch. Das kommt vielleicht noch. Willst du dich verarschen? Hä?
Und wenn ich jetzt runtergefallen, hier doch gesneakt. Aber wahrscheinlich habe ich von den Stairs gesehen. Red Barrel. Hallo. Da schießt mich schon wieder an der Bube. Oh boy. Hat die eigene Speer gedroppt. Und ich habe nicht genug Platz, die aufzuheben. Ja, kriegen halt gekillt. Wie viel Damage machen die denn? Die Speere machen halt absolut keinen Damage. Die sind halt schwach wie nochmal was. Aber wenigstens kriegst du davon einen Haufen. Ey, das ist eine Statue. Das sieht so aus. Und schon wieder einer kaputt. Oh nein, ich habe gleich keine Speere mehr. Ich muss aufpassen. Okay. Ich glaube, ich habe es erst eh gestern genug kaputt gemacht. Natürlich erwische ich sie genau in dem Moment. Hä? Ah. Okay, perfekt. Magnet. Oh Gott, dann ist herzlich willkommen. Guck mal kurz. Wie geht's denn hier weiter? Ah. Ah, yes. Dann komme ich wahrscheinlich erst, weil wenn ich das hier gemacht habe. Es ist besser, dass ein Checkpoint zwischendrin gewesen. Natürlich bin ich in Temple of Time. Oh nein. Alles gut. Ich ignoriere mich einfach, das finde ich gut so. Dann habe ich schon mal da kein Problem. Dann speichere ich meine Waffen für die Gegner, die mich wirklich angreifen. Dich. Yo. Der hat neuesten Stuff getroppt. Battlemusik, beruhig dich. Beruhig dich. Boah. Kampfmusik, Kampfmusik, cool. Alter, wo kommt das Orchester? Okay, jetzt. Mal durch. Was ist denn das? Die Musik? Oh, danke. Was sind denn da Gegner? Andere Frage. Wie komme ich da runter und wann komme ich da runter? Muss ich hier vielleicht irgendwie weiter? Also hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Kann ich das irgendwie aktivieren? Ja, ich habe irgendwie... Keine Ahnung. Also ich konnte irgendwie nicht mehr weiter, das ist komisch, aber ich konnte es selbst versuchen. Ich habe jetzt irgendwie nicht mehr los weiterzuspielen, das ist eh nicht mehr so ganz legit gewesen. Hier sind noch so Credits und so ein Zeug. Models and Textures bei Kipdrick ist auf jeden Fall eine nice Map an sich schon. Ich meine, da steckt schon Müll drin, das kann muss man jetzt schon sagen, so. Wo bin ich gespawnt? Am Plateau. Die Map ist nice, auf jeden Fall, wenn ihr den Dungeon da weiterspielen wollt, der ist noch ziemlich groß, da müsst ihr noch einiges. Also in der Hinsicht würde ich sagen, ist doch so einiges zu tun. Die Map hat wirklich viel zu bieten, doch so von dem her. Test es einfach selbst. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle. Also da rein, Leute. Ciao. We're